Hallo und herzlich willkommen. Ja, der gute Herr Frankfurt 14 meldet sich heute mal wieder. Und ich dachte, wir spielen mal wieder was gemeinsam. Mein Let's Play-Account ist zwar aufgegeben, aber das ist doch egal. Jetzt spielen wir einfach mal Schlag den Raab. Ich habe bereits schon ein Walkthrough des zweiten Spiels gemacht. Jetzt habe ich hier das dritte vor mir liegen. Dann würde ich auch sagen, fangen wir auch gleich mal an. Es ist Abend, ich habe Zeit. Ich hoffe, ich werde nicht gestört. Dann kann es ja nur noch gut werden, oder? Jetzt lädt das wieder mal ewig, warum auch Heute immer. bin ich bereit, alles zu geben. Ach nein, ich moderiere ja. Sehr schlau erkannt, Steven. So, mal sehen. Was das hier ist, weiß ich gerade nicht. Weg damit. Ich habe bereits den Showmodus mal angefangen, aber den starten wir einfach Jetzt nochmal möchten neu. wir noch wissen, wer, wie viele und warum. Ach nein, warum ist ja wohl klar. Ja, du bist so schlau, Steven. Ey, verdienst echt Comedy-Preis. So, einer sind Na, wir. auf deinen Namen bin ich mal gespannt. Nick kann Wer bleiben. darf's denn sein? Ja, der ist so gut. Sehr hübsch. Aber nur mit deinem Aussehen allein könntest du heute Probleme bekommen. Oh, Junge. Willkommen bei Schlag den Gätchen. Ach nein, bei Schlag den Raab. Ja, dich will ich schlagen, und zwar richtig, und zwar ins Koma. Ja, das ist ein friedliches Spiel hier. Mal sehen, was denn das erste ist. Spiel 1. Autokennzeichen. Autokennzeichen. Ja, ich fahre zwar nicht Auto, aber ich glaube, das kriege ich ganz gut hin. Nur mal die Steuerung. Y-Taste, Buzzer und mit der Maus muss ich die Antwort auswählen. Okay. Weitgereiste Menschen wie ihr werden mit Autokennzeichen keine Probleme haben, oder? Ihr spielt gleichzeitig. Ihr müsst anhand eines Autokennzeichens erkennen, zu welcher Stadt bzw. welchem Landkreis das Kennzeichen gehört. Buzzt, sobald ihr eine Ahnung habt und wählt eine Antwort Ja, aus. ich hab's Ist die verstanden. Antwort falsch, bekommt euer Gegenspieler einen Punkt. Ja. Er kann auch versuchen, die Frage zu beantworten und sich so einen zweiten Punkt sichern. Verstehe. Es gewinnt der Spieler, der zuerst 4 Punkte hat. Okay. Also, wie ihr seht, im Vergleich zu den Vorgängern hat sich die Grafik auch eher wenig geändert. Es ist ein riesiger Schritt, dass mittlerweile sich die Münder bewegen. Das war im ersten und im zweiten Teil nicht so. Das erste habe ich leider nie gespielt, das zweite recht häufig. Auch das dritte habe ich ziemlich oft gezockt. Auf dem Spielstand habe ich, glaube ich, fast alles freigeschaltet. Ja, und ich muss die Y-Taste drücken, wenn ich bereit bin. Ich bin noch nicht wirklich viel herumgekommen, aber ich nehme an, das kriege ich hin. Zumal es ja Auswahlmöglichkeiten gibt. Ich bin bereit. Dann mal los. Findet schnell raus, woher diese Fahrzeuge NRW aus Deutschland vielleicht. Ja, wie wär's mit Wesel? Beeindruckend. Wie heißt der Gut. Bürgermeister von Wesel? Es geht weiter. Okay, Sehr der ist schon alt. gut. Ein weiteres Kennzeichen Ja. aus. Das kenne ich, mein Geburtsort Mainz. Das läuft ja gut für dich. Eine Ja, neue ich habe Runde nichts beginnt. anderes erwartet. Dieses Autokennzeichen aus Das Deutschland ist ist in groß. Brandenburg OPR. Ein weiteres Kennzeichen Respekt, aus Stefan, Deutschland. das hätte ich jetzt nicht gewusst. Wollt ihr weitermachen? Egal, ihr müsst. Und noch ein Nummernschild Das aus ist Deutschland. Sachsen-Anhalt. Oh, Junge. Diese Nummerntafel hast du Börde. richtig Mit K, ja, okay. Damit hätte ich nicht gerechnet. Wo in WW, Deutschland ist diese Westerwald. Nummer? Kreis, Korrekt. ja, Du gut. kommst viel rum, Passt schon. oder? Ja, ich war schon oft Seid da. ihr noch konzentriert und Rheinland-Pfalz motiviert? kenne ich Gut, eigentlich. dann weiter. Woher ist dieses deutsche Nummernschild? Bayern. Oh, Junge, drück doch nicht immer so schnell. Das war ja offensichtlich. Memmingen, nie Trotzdem, gehört. gut Scheiße, der gemacht. hat mich ja gleich. Du Fuck. Interessant. Wo lebt der Besitzer die... Das ist doch garantiert Halle. Nick, zum Ja, Glück habe ich ist noch hier kein gewonnen. Ein Radar Glück. gerät. Puh. Nick, sehr Kann es schön. sein, dass ich den auf Kennzeichen schwer kannst du ja eingestellt ohne habe? Probleme benennen. Also wenn ich sag euch, wenn ich heute verliere, dann lade ich noch mal eins hoch, solange bis ich gewinne. Das möchte ich jetzt Wie schon mal im sieht denn das Voraus zwischenzeitlich klarstellen. aus? Aber bisher führe ich ja, auch wenn ein Punkt jetzt nicht gerade die Welt ist. Spiel 2. Ja. Kartenduell. Oh Mann, das ist das beschissenste Dreckspiel in diesem ganzen Spiel überhaupt. Naja, okay. Kartenduell. Wählen, ja, das habe ich verstanden. Jeder. Naja, erklärt es ja Bei sowieso. Kartenduell müsst ihr knallharte Entscheidungen treffen. Ihr habt jeder 11 Spielkarten, nummeriert von 1 Oh, bis mein 11. Prozessor Nun ist gerade legt ein jeder bisschen von euch eine aufgedreht. Ich hoffe, Karte das ist nicht zu versetzt ab. hören. Wer die höhere Karte hingelegt hat, bekommt einen Punkt. Okay. Es gewinnt der Spieler, der die meisten Punkte macht. Ja. Ich glaube, dieses Spiel ist auch unter dem Namen Boxkampf bekannt. Also es gibt
Zahlen in Form von Karten in dem Fall hier bis 11. Da muss man vergleichen und so weiter. Na, ihr werdet es schon sehen, wenn ich spiele. Aber ich habe das Gefühl, das ist eher ein Glücksspiel. Also da gibt es garantiert auch eine Taktik dahinter, aber ich verstehe sie bis heute nicht. Mathematik und sowas ist sowieso nicht mein Fall. Beginnen wir. So, Stefan sucht sich jetzt eine Karte raus, legt sie verdeckt. Jetzt muss ich auch eine verdeckt legen. Eine Nummer. Diejenige, die höher ist, die gewinnt. Wir haben insgesamt 6 Mal müssen wir gewinnen, damit wir das Spiel gewinnen können. Ich glaube, es kann... Man kann auch unentschieden spielen, das ist möglich, aber... Jetzt weiß ich natürlich nicht, was der Gegner gelegt hat, ne? Also, wenn ich jetzt die 1 lege, dann habe ich zu einer hohen Wahrscheinlichkeit alles verbraten hier. Aber die 1, ne, das kann am Ende nochmal nützlich sein. Lege ich einfach mal die 3. Ich werde zwar garantiert verlieren, aber... Ah, so wird ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt, dass er die 4 hat. Er hat immer ein 1 höher. Das ist jetzt schon mal gut für Stefan gewesen. Wenn ich jetzt die 4 lege, wird er wahrscheinlich wieder was Höheres legen. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal einen Schritt höher. Beziehungsweise 3. Jetzt bin ich mal gespannt, was er legt. Oh, seht ihr das? Seht ihr die Scheiße da? Der kriegt das irgendwie hin. Ich weiß nicht, wie das abläuft, ey. Junge, was ist denn für eine Scheiße? Computer spielt nicht fair. Sollen wir mal sehen, was rauskommt, wenn ich die 5 lege. Die großen Dinge möchte ich mir eigentlich zum Schluss aufheben. Jetzt klingelt da ein Spaß an der Tür. Tja, tut mir leid, ich kann gerade nicht öffnen. Dann machen wir mal voran. Und, es ist gerade wieder passiert. Habt ihr das gesehen? Es ist wieder passiert. Kann doch nicht wahr sein. Nee, 7 hatte ich noch nicht gelegt. Versuch's mal mit der. Verlieren tut die 7. Das kann nicht wahr sein, oder? Wir machen weiter. Das kann nicht wahr sein. Der hat auch echt so ein Scheißglück. Jetzt nehm ich mal die dicken Fische, wie wär's mit den 10? Jetzt brauchst du wirklich die 11, um das zu übertrumpfen. Macht das Rennen. Wenigstens einen Punkt. Und munter. Ah, ja. Mein Bruder macht hier ordentlich Krach. Ich hoffe, es ist okay. 9, 8. Was hat er denn noch nicht gelegt? Ich nehme mal die 8. Jetzt wird er garantiert wieder irgendwas anderes legen. Und zack. Was hat er? Au! Da habt ihr euch wohl gegenseitig geblockt. Ja, das Spiel habe ich verloren. Dann starten wir mal die nächste. Der Rap hat so ein Glück bei dem Ganzen hier gehabt. Oh Mann, ey, die können doch mal still sein da oben. Ah, die poltern auch wirklich. Ich hoffe, das ist im Video nicht zu hören. Wenn ja, dann tut's mir wirklich leid. Ja, oh. 4 ist die höhere Karte. Aber ich habe jetzt nur mal Lust, das Video zu machen. Das kommt nur wirklich einmal alle paar Monate vor. Ja. Verbrate ich mal die 2. Das wird mir jetzt zwar überhaupt nichts bringen, weil der Stefan hat eh gewonnen. Die 1 hat er bereits gelegt, das heißt, kann bestenfalls ein Unentschieden rauskommen. Ach, Unentschieden. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Im Ernst, damit hatte ich nicht gerechnet. Da würde ich mich schwer tun. Aber gut. Das ist eine interessante Partie mittlerweile. 1 hat er gelegt, das heißt, das ist nun mal garantiert ein verlorener Punkt für mich. Lege ich mal die 9. Jetzt habe ich die schwächste und die höchste Zahl tatsächlich noch in der Hand. Nick, ist doch gar nicht so schwer, oder? Ja, Stefan gewinnt das. Ich muss jetzt die 11 legen. Na gut, selbst wenn ich das Spiel verliere, 2. Das kann man verkraften. Ich werde das Spiel übrigens jetzt nicht in Parts aufteilen. Ich werde das entweder gesamt hochladen oder ich teile die Teile so, wie ich es will. Und 11 ist die höchste Karte. Welche Überraschung. Was wollte ich? Ach ja. Ach komm, halt's Maul. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wenn Stefan jetzt gewinnt und ich nicht, ich muss die 1 legen, wie das ist. Also ob diese 5 dann ausreicht, um mich zu besiegen. Aber er hat ja dann mehr Punkte als ich, oder? Oh, wow. Die 1 findet. Und der Stefan ja, steht auf dem Siegerpodest. Das war aber insgesamt doch eine eher ausgeglichene Partie. Also normalerweise verliere ich dann Pauken und Trompeten, ehrlich. Mein Prozessor nervt, die Leute oben nerven. Mann, das ist ja heute nicht mein Tag. Okay, ich liege hinten, aber das kann sich jederzeit wieder ändern, mein Freund. Spiel 3. Mal sehen, was das wieder ist.
Koffer packen. Das Spiel kennt ihr garantiert auch. Das kann man auf langen Urlaubsfahrten oder sowas als Kind spielen. Also, keine Ahnung. Der eine packt den Koffer mit irgendwas, dann seid ihr dran oder sowas, dann müsst ihr euch an das erinnern, was der Vorgänger gesagt hat und so weiter und so fort. Steuerung, ja, einfach nur mit der linken Taste. Gut gepackt ist halb gewonnen. Ihr müsst abwechselnd einen neuen Begriff an den des Vorgängers anhängen, dabei aber die ganze Begriffskette aufsagen. Das Spiel geht so lange hin und her, bis ein Spieler einen Fehler macht. Wer falsch liegt, scheidet aus, der andere gewinnt das Spiel. Das Schlimmste in diesem Fall jetzt ist auch, das heißt das Schlimmste, das ist eigentlich auch was ganz Gutes, während er sich gerade die Krawatte zurechtrückt. Im Real Life zum Beispiel ist es ja so, dass man sich wirklich alles merken muss. Hier hat man beim Computer keine andere Wahl, als die Dinger anzuzeigen. Man muss sie einfach nur in die richtige Reihenfolge bringen. Das ist schon mal ein kleiner Vorteil. Aber was wollte ich jetzt vorhin eigentlich sagen? Ach egal, stürzen wir uns rein. In mein Gepäckstück kommt... Oh, ich fange an. Steak. Hm. Das lasse ich mal so. Wer packt denn ein Steak in den Koffer? Es gibt Probleme mit dem Zoll. Mein Koffer mit? Das kam ja wie aus der Pistole geschossen. Richtig. Ich packe... So, was haben wir? Steak, Tagebuch... Mini-Kühlschrank. What the fuck? Ein Mini-Kühlschrank in den Koffer? Was ist das für eine Scheiße? Es kommt das rein. Ja, streng dich mal an, Stefan. Ja? Oh, der hat schon gefailt. Das gibt's doch nicht. Das ging schnell. Also, dass der Computer da recht häufig verliert, ist recht... Häufig, aber nach so kurzer Zeit, ich bin nicht so der Gedächtnisfreak. Dann zählen wir mal. Das war jetzt eigentlich ein geschenkter Punkt, so hatte, habe ich meine vernichtende Niederlage beim Kartenspielen ausgeglichen. Spiel 4. Dafür wird er jetzt wahrscheinlich wieder gewinnen und so weiter. Oh, das ist auch ein ganz beschissenes Drecksspiel. Sollte mit einem Glas Gummis auf dem Punktefeld schießen. Wer nach der fünften Punkte mehr Punkte hat, gewonnen. Okay, das Problem ist jetzt nur, dass meine Maus genau da liegt, wo ich mit dem Arm nicht so gut drankomme, weil ich gerade ins Mikrofon spreche. Einfach mal ein los. Ein Spiel, bei dem ihr zeigen könnt, wie gut ihr mit Gummibändern umgeht. Flitschen. Ihr spielt abwechselnd und sollt mit Einwegglasgummis auf Punktefelder auf einem Ziel. Gibt's noch Mehrweg? Wer nach der fünften Runde so Mehrweggläser gibt es klar, aber Mehrweggummis. Gibt's die? Ja, ich bin eigentlich bereit. Also ihr kennt das ja mit dem Flitschen irgendwie so über den Daumen und so. Ich kann das überhaupt nicht. Aber manche können das wirklich gut. Achtung, fertig, los. Nick, du darfst... Ach, ich muss auch noch anfangen. So, ich muss gedrückt halten, erstmal Stärke aufbauen und dann darf ich erst zielen. Ich nehme einfach mal an, dass ich in diesem Rahmen bleiben soll. Zeichne dummerweise nicht, ob mehr hoch oder mehr runter. Ich mach's einfach mal so. Da seht ihr... Nick, so ein Einwegglasgummi hat seinen Tücken. Ja, das weiß ich selbst, das habe ich gerade gesehen. So. Also ihr seht schon... Zu leicht, oder? Das Spiel ist richtig scheiße. Einfach beschissene Dreck ist das. Oh, Mann. Punkte. Nick, mit etwas super erste Runde, ne? Also absolut Weltklasse. Weltklasse. Stefan, jetzt kannst du es deinem Gegner heimzahlen. Ich könnte jetzt Stefans Zug überspringen. Ich weiß nicht, ob ich das tun sollte. Nee, ich mach das einfach mal nicht. Eine schöne Flugbahn, aber keine Punkte. Ist erstaunlich, dass die überhaupt so weit kommen. Stefan. Ja, zwei ist gut. Zwei Punkte. Nochmal zwei. Punkte. Ja, kann ich ihn jetzt schon nicht mehr einholen. Mach einfach so weiter. Singt ja auch so eine Art Glücksspiel. Bitte, du darfst uns dein Können zeigen. Okay. Mach ich gerne. Nämlich mein Unkönnen. Oh, Mann. Wenigstens sind deine Finger noch dran. Halt die Fresse, Junge. Das kann... Ein Schuss. Na, ein Punkt immerhin, ein Punkt, Mann, ist das geil. Hab mich selten so gefreut. Ja, und das ging jetzt wieder voll daneben. Man kann schlecht zielen, wisst ihr? Das ist ein Glücksspiel, man muss die richtige Kraft aufpumpen und dann musst du wissen, was du tun sollst. Das kriegt der Bot natürlich viel besser hin. Zumal ich nicht weiß, auf welchen Schwierigkeitsgrad ich ihn eingestellt habe. Ups. Keine Punkte. Ich nehme an, dass das Programm nämlich per Zufall ausrechnet, was Stefan sagt, was Stefan tut und so weiter, weil... Auch bei Quizfragen oder so weiß er zum Teil Sachen, die er absolut im wirklichen Leben wahrscheinlich niemals weiß. Und er weiß dann keine Sachen, also keine Ahnung. Was gab es im ersten Teil beim Let's Play von Just Cheap? Er wusste das Motto der deutschen Fußball-WM nicht, 2006. Das würde doch absolut jeder kennen, oder? Gerade Stefan hier, komm. Kann doch bei
Oh, da ein ist Punkt. Luft nach oben. Kann nur bei Promi-Fragen, kennt er wirklich absolut jede Sau. Hier sehen Sie ja, yeah, drei. Vielleicht bin ich doch noch nicht ganz aus dem Boot. Ah, Nick, vorbeigeflitscht. Sehr schön. Das war immerhin schön. Überhaupt Punkte. Das ist schon mal etwas. Es gab echt Zeiten, da habe ich ja überhaupt keinen einzigen Punkt gekriegt. Die gesamten Runden nicht. Also für mich ist das schon ein Erfolg, selbst wenn ich das Spiel jetzt verliere, was für mich nicht so tragisch wäre. So ein Einwegglasgummi hat. Glänze ich wieder bei anderen Disziplinen. Das hätten mehr Punkte werden. Okay, jetzt haben wir gerade Gleichstand. Wenn ich das ein bisschen schöner gemacht habe als Raab. Ein guter Schuss. Zwei Punkte. Stefan, ich glaube, du hast heimlich geübt. Ja, das glaube ich auch. Nächste Runde gewinnen. Die Hackfresse von Stefan, die deutet darauf hin. Seht ihr, wie hämisch er guckt? Ja, das war ein Fail. Mehr runter oder mehr hoch, ey? Nick, okay. Nicht so leicht, oder? Ja, das ist nicht so leicht. Das habe ich auch nie gesagt. Ah, null. Das ist jetzt zu niedrig. Ich versuch's mal irgendwie in der Mitte. Ach Mann, eine Scheißdreckspiel. Könnt ihr mich da das verstehen? War schwach. Ja, los, ich weiß. Das musst du mir nicht nochmal sagen. Solche Spiele sind einfach, die einem die Lust an diesem Spiel verderben. Das ist einfach Fakt. Stefan. Den kann ich jetzt nicht mehr einholen. Also man kann in einer Runde maximal 9 Punkte erreichen. Mal gucken, wie viel er jetzt kriegt. Stefan, immerhin. So, jetzt hat er schon 3 draufgepackt. Na, wenigstens ja, okay, theoretisch könnte ich ihn ein durchschnittliches Ergebnis. Aber das schaffe ich sowieso nicht. Zumal er ja noch einmal darf. Neues Glück. Also. Nick, nun darfst du ran. Ja, schon okay. Ich muss ja. Ich bin ja im Frondienste hier. Ja. Nick, war das echt? Als Maul, du kannst nicht besser. Bei wow. Dir sieht das so einfach aus. Es sieht so einfach aus, ja, ist es aber nicht. Ein klassischer Zwei-Punkte-Schuss. Ganz ja, wehe, wenn Stefan jetzt nichts trifft. Ey, ich habe keine Lust auf irgendeine Art von Verlängerung. Stefan, wir warten gespannt auf dich. Was ist mit meinem Rechnen los? Ich verstehe es nicht. Scheiß Dinge, jetzt sollte man verschrotten, sage ich euch. Ja komm, schieß dafür ruhig daneben. Keine Punkte. Ja, schnell, ich habe verloren. Und mal eben zwei Punkte geholt. Aber das ist mir jetzt nicht so wichtig. Ich habe gewusst, dass ich das Spiel verlieren werde. Nur weiter so. Aber ich habe mich deutlich besser geschlagen, als ich nicht dachte. Nicht schlecht. Der Stefan hat sich sehr konzentriert zum Sieg gefischt. Konzentration. Glücksspiel ist das. Man muss wirklich genau wissen, was man tun. Nun der Zwischenstart. Ja gut, jetzt liege ich schon wieder hin. Sind sie sich auch blöd. Spiel 5. Buchstabenzeit. Oh nee, Mann. Ich habe heute aber auch echt kein Glück. Wenn jetzt noch ein bestimmtes Spiel kommt, was bei diesem Spiel auch noch programmiert wurde, dann raste ich aus, weil es ist heute richtig blöd mit den Dingern. Nur das mit dem Autokennzeichen, das Spiel hat mir gefallen. Kofferpackung ist eigentlich auch nicht schlecht. Ihr müsst nun einen Buchstabensalat entwirren. Ihr spielt abwechselnd. Die Buchstaben eines gesuchten Wortes müssen richtig zusammengesetzt werden. Ihr müsst den vorgegebenen Buchstaben an die richtige Stelle rücken. Wenn der Buchstabe richtig platziert wurde, dürft ihr den nächsten Buchstaben setzen. Wenn der Buchstabe falsch platziert wurde, ist euer Gegner an der Reihe. Ja, ist logisch. Wer den letzten Buchstaben des Wortes korrekt setzt, erhält den Punkt. Wer von euch als erstes 5 Punkte erreicht, hat's gewonnen. Ja, ich glaube, habt ihr es verstanden, so wie es beschrieben hat? Also es ist irgendein Wort, das ist willkürlich irgendwie zusammengesetzt und man muss es in die richtige Reihenfolge bringen. Wir suchen als nächstes Nick. Wähle. Seht ihr, wie das läuft? Ich habe nicht die geringste Ahnung, was das heißen könnte. Ich bin da super schlecht drin. Wow, Nick, das war geraten. Das war korrekt. Du hast noch einen Versuch. Wörter mit Y im Deutschen gibt's eigentlich recht wenig, die so anfangen. Nein, nein, nein. Was könnte das heißen? Ich habe keine Ahnung. Es soll Leute geben, die es sofort erkennen. Richtig, richtig. Mache bitte weiter. Ach, wir suchen ein Bonbon. Das habe ich jetzt übersehen, dass man das raten kann. Will nicht. Irgendwas. Ey, was ist denn das? Falsch, das wollte irgendwas mit US. Tetrapack, irgendwas mit US. Leider nein, dein Gegenüber da. Ach, Eukalyptus.
Diese Pflanze. Fein. Schaffst du das nochmal? Eukalyptus. Ja, wie soll man denn da drauf kommen? Und gleich nochmal. Beinahe hätte ich falsch geklickt. Das wäre es ja auch noch gewesen. Jetzt bei den letzten zwei. Yes. Gut gemacht. Das Wort ist was bei dem Spiel hier auch nervig auffällt, ist, dass die Musik immer neu startet, wenn man eine Runde hat. Also die Musik fängt immer neu an, wenn man einen Punkt gemacht wurde. Das ist ziemlich lästig. Sehr richtig. Hätten das mal so machen sollen, dass das durchspielt. Wir suchen etwas zum Entspannen. Ja, Stefan soll jetzt ruhig ein paar Mal korrekt machen. Platziert und somit darfst wenn er dann einmal failt, dann könnte ich vielleicht schon wissen, was gemeint ist. So etwas zum Entspannen. Ja, was benutzt man denn zum Entspannen? Ich entspanne mich nie außer meinem Rechner. Oder am Smartphone. Ich habe keine Ahnung, was er meint. Ich setze einfach mal irgendwo was. Leider falsch. Dein Gegner ist nur dran. Ja, danke. Ist auch nicht schlimm. Das Spiel könnte sich hinziehen, Leute. Das könnte sich hinziehen. Der Buchstabe ist an der richtigen ach, Akupunktur. Stelle. Ach, weitermachen. Nee, Akupunktur heißt es ja wieder. Punkt. Akupunktur. Das ist richtig. Das ist aber nicht zum Entspannen gedacht. Das ist eine chinesische Heilmethode. Sehr gut. Weiter so. Zum Entspannen? Oder kann man das auch zum Entspannen wenden? Ich weiß nicht. An die Wellness-Fans oder so von euch da draußen. Gut. Kann man Akupunktur auch zum Entspannen verwenden? Ich weiß es nicht. Ich habe es nie über mich ergehen lassen, weil ich Nadeln in meinem Körper hasse. Stefan, und damit bist du wieder an der Reihe. Ja, das Letzte kann man sich eigentlich sparen. Er hat ja keine Wahl, er muss das ja nehmen. Mein Handgelenk tut weh, weil ich sie direkt an meinem Tisch gesetzt. An der Tischkante auflehnen muss. Als Nächstes suche ich... Was suchst du dir aus? Wir suchen etwas Unbezahlbares. Was könnte das heißen? Also C und H also stehen als CH meistens zusammen. Nur an welcher Stelle? So etwas Unbezahlbares. Ach, keine Ahnung. Falsch. Ach, irgendwas. Irgendwas mit unwahrscheinlich. Richtig. Dann auch was könnte das heißen? Ihr seht, ich bin total schlecht in solchen Spielen. Das ist leider falsch. Jetzt kommt dein Kontrahent dran. Irgendwas mit um. Das war korrekt. Du hast noch einen Versuch. Irgendeine rum. Tut mir leid. Nein! Jetzt ist dein Scheiße. Gegner an der Reihe. Rechnung. Ach so. Rechnungen sind noch nicht unbezahlbar. Es kommt drauf an, welche Rechnung. Wenn man jetzt irgendwie ein Gebäude in die Luft gesprengt hat, als Terroranschlag, dann kann man es nicht bezahlen. Aber Rechnung ist doch bezahlbar in der Regel. Schaffst du das nochmal? Was Unbezahlbares wäre Liebe, Glück, irgend sowas, aber doch keine Rechnung. Was ist denn das für ein blödes Beispiel? Richtig! Seht ihr, die Musik startet sich wieder neu. Das ist total lästig. Nick, nimm einen Buchstaben. Wir suchen etwas zum Anmelden, ja. Keine Ahnung. Passwort? Swingerclub? Ich weiß nicht. Anmelden? Keine Ahnung. Auch mit G am Ende? Bravo! Und viele deutsche Wörter enden auf G. Vielleicht. Das war richtig. Rundung, aber bitte weiter. Ach, Registrierung. Sehr richtig. Deshalb darfst du nochmal. Registrierung. Korrekt. Man muss ja echt aufpassen. Und somit darfst du weiterspielen. Man muss bei dem Spiel echt vorsichtig sein, auf was man klickt. Weiß das Wort dann zwar, du kannst ja immer falsch klicken. Der Computer, der weiß es ja nicht. Registrierung. Nick, das ist richtig. Suchen etwas zum Anmelden und so. Das ist ein Synonym für Anmelden. Sehr gut. Weiter so. Wohl nicht wirklich. Also es gibt ja bei Seiten Anmelden und es gibt Seiten. Registrierung. Schwierig. Und damit bist du wieder an der Reihe. Das kann wahrscheinlich jeder zweite Deutsche nicht mal schreiben, nach den Ergebnissen, die ich gelesen habe. Dann auf ein neues. So, jetzt ist es eigentlich schon in der richtigen Reihenfolge, so wie ich das sehe. Ja. Nick, das war korrekt. Ich hoffe, man hört mich überhaupt anständig durch dieses Mikro. Richtig, richtig. Ich besorge mir, glaube ich, irgendwann nochmal ein neues Headset. Dann lasse ich mein Großmembran-Mikrofon nicht dafür hinhalten, dann habe ich es immer vor der Schnauze. Das Wort umschreibt, auswählen und platzieren. Ein Mobilgerät, Smartphone. Das stimmt nicht. Leider. Damit ist so garantiert Smartphone gemeint, oder? Ja, höchstwahrscheinlich. Fein. Schaffst du das nochmal? Ja, das schaffe ich.
Das ist das Blöde. Im Fernsehen könnte man wahrscheinlich sagen, ja, Smartphone, dann noch zusammensetzen. Das ist hier nicht möglich. Das war richtig. Aber bitte weiter. Smartphone. Sehr richtig. Deshalb Mobilgerät. Stimmt, steht ja nicht mal ein Mobilfunkgerät. Das wäre zu einfach. Sie haben jetzt nur ein Mobilgerät genommen, um nicht zu viele Tipps zu geben. Aber jeder weiß, was gemeint ist. Der Buchstabe ist an der richtigen Stelle. Du darfst weiter. Ja, Smartphone, komm, das... Nick, das ist richtig. Ja, ich weiß, dass das richtig ist. Das muss richtig sein. Nick, sehr gut. Weiter so. Ah, ich habe jetzt gerade mal 3 von 5 Punkten. Das heißt, ich muss mindestens 2-mal überhaupt richtig raten, damit dieses Scheißspiel zu Ende ist. Also, es ist verdammt lästig. Schnapp dir einen Buchstaben und setz ihn an. So etwas Andauerndes. Daneben. Mal sehen, was dein Gegenüber kann. Entschuldige, Leute, ich habe jetzt gerade keine Ahnung. Etwas Andauerndes. Was ist damit gemeint? Keine Ahnung. Nicht richtig. Vielleicht kann es dein Kontrahent besser. Irgendwas ist... Das ist so gänzlich falsch. Existenz? Also, sie haben auch echt blöde Beschreibungen für Wörter heute. Existenz. Nick, und damit bist du wieder... Nee, also... Für das Spiel wird auch noch so viel Geld verlangt, weil das ist eine Frechheit. Ganz im Ernst. Das war korrekt. Du hast noch einen. Ja, ich habe nur einen Versuch und ich werde ihn auch schaffen. Ja, Stefan, ich würde mal sagen, du liegst ziemlich hinten, ne? Wunderbar. Richtig zusammengesetzt, beschreibt das nächste Wort. Ja, ja, ja. Stefan, na dann mach mal. Wir suchen eine Entzündung einer bestimmten Schleimhaut. Richtig, richtig. Mache bitte weiter. Ja, das kann ruhig Stefan, der gute Mediziner, mal machen, der garantiert studiert hat. Fein. Schaffst du das nochmal? Also meistens ist es garantiert irgendeine Itis. Nein. Oh, jetzt muss ich das ja wieder machen. Nein. Also es ist garantiert also eine Entzündungsweise. Viele Krankheiten, irgendwie Bronchitis, Gastritis, irgend sowas. Was gibt's denn noch so für Itis? Das Hepatitis. Aber bitte weiter. Was gibt's denn so an Schleimhaut? Nase, Mund. Ich weiß, es zählen Ohren auch zu. Ach, die Bronchitis ist es hier. Nick, Hals. Sehr richtig. Deshalb darfst du nochmal. Habe ich das nicht sogar vorhin gerade als Beispiel genannt? Nick. Korrekt, nee, habe ich nicht. Und somit darfst du weiter. Keine Ahnung. Ich muss mir das nachher nochmal angucken oder guckt es euch am besten. Der Buchstabe ist an der richtigen Stelle. Du darfst weitermachen. Bronchitis. Hatte mal mein ehemaliger Lateinlehrer vor vielen Jahren mal. Da hat er fast einen Monat in der Schule gefehlt. Das war schön. Bravo. Ich hab's geschafft. Ich hab's tatsächlich geschafft. Solche Spiele kosten Zeit, wisst ihr? Ich wollte das Ganze in einer Stunde so zu Ende bringen. Ich hoffe, dass ich das überhaupt schaffe. Das heißt, ich muss schnell gewinnen, aber das geht nicht, wenn Raab immer so einen Widerstand leistet hier. Was wir daraus lernen... So, jetzt führe ich wieder. Mal gucken, was die sich jetzt für Mist ausdenken. Spiel 6. Das ist jetzt wieder ein praktisches Spiel. Spaghetti. Ah, das ist ein Reaktionsspiel. Eine ungekochte Nudel liegt in der Mitte des Tisches. Sobald ein Signal ertönt, sollte sie schnappen. Der Spieler, der den längsten Teil der Nudel erwischt hat, bekommt einen Punkt. Es gewinnt der Spieler, der zuerst 5 Punkte hat. Ich will aber nicht, dass Stefan meine Nudel anfasst. Drücke die Y-Taste, beziehungsweise, ja, ist mir egal. Spaghetti, ein Spiel, bei dem man nicht nur Fingerspitzengefühl braucht. Ein ungekochtes Spaghetti liegt in der Mitte des Tisches. Sobald ein Signal ertönt, sollt ihr die Nudel schnappen. Der Spieler, der den längsten Teil erwischt hat, bekommt einen Punkt. Es gewinnt der Spieler, der zuerst 5 Punkte hat. Auch ein ideales Spiel für eine Frau. So, ich muss die Y-Taste drücken, wenn ich bereit bin. Ich habe jetzt meine rechte Hand auf die Y-Taste gelegt, nicht mehr die linke. Weil wahrscheinlich schaffe ich es mit meiner Rechnung etwas besser. Bin bereit. Es sind alle bereit? Dann fangen wir mal an. So, viel labern kann ich jetzt nicht, weil das Signal könnte jederzeit losgehen. Ja. Komm schon. Los. Ah, das ging an mich. Geht an dich. Das Spiel geht immerhin recht schnell. Pass gut auf. Meistens kommt es genau dann, wenn man es nicht erwartet. Das Signal, das ist das Gemeine. So, auch diese epische Musik im Hintergrund. Ja, yeah. Das ging wieder an mich. Gegen echte Gegner ist das viel schwieriger, da verkacke ich meistens immer. Aber so, Stefan, den kann man doch schlagen, komm. Los.
reißt euch mal am Riemen. Ach nein, ich hätte auch nicht drücken sollen. Sonst wäre es automatisch an mich gegangen. Scheiße. Na egal, machen wir es eben noch ein bisschen länger. Nicht so schlimm. Wir haben noch Zeit und Freude. Mein Rücken tut weh, wegen meiner blöden Sitzhaltung. Aber das ist mir jetzt egal. Ich mache das alles nur für euch. Um zu zeigen, dass der Frankfurter noch auf YouTube aktiv ist. Ich hoffe, ich krieg das Video auch anständig gerendert. Hochgeladen. Egal. Oh. Du hast ja Gummifinger. Als Maul. Damit hätte ich nicht gerechnet. Du hast eine Gummipuppe bei dir zu Hause. Welche erwähne ich nicht? Es gibt garantiert auch minderjähriges Publikum bei mir. Ja, komm. Bisher steht es 4:0 für mich, also Stefan, du bist ja echt ein Loser. Wenigstens einen Ehrentreffer hätte ich von dir erwartet, mindestens. Gut, dann weiter. Also ich habe es definitiv nicht auf schwer eingestellt, sonst würde er mehr Widerstand leisten, bin ich mir recht sicher. Ich weiß es nicht. Komm schon. Ja! Das Spaghetti ist gebrochen. 5-0 gewonnen, souveräner Sieg. Jetzt liege ich mal wieder, habe ich meine Führung ein bisschen auch weiter ausgebaut. Das ist schon mal eine ganz feine Sache. Keine Spaghettis verletzt oder sind zu Tode gekommen. Oh, Junge, ey. Solche dummen Sprüche. Ich hoffe, Herr Gättchen, dass Sie... Der Spielestand bis jetzt. ...nicht wirklich im Leben auch solche Sachen sagen. 15:6 steht's für mich. Das ist doch schon mal ganz gut. Spiel 7. Okay. Fehlerbilder. Fehlerbilder. Da weiß ich jetzt gerade nicht mehr, was das ist. Zwei Bilder. Ach so, Klassiker kennt man doch aus Mickey Mouse Magazin, aus sonstigen Rätselheften. Zwei Bilder und auf dem einen sind so und so viele Fehler und die soll man erkennen. Ganz einfach. Nur, dass das eben hier auf Zeit geht. Man muss Y-Taste, um zu buzzern, wenn man den Fehler entdeckt hat. Und es ist eben in dem Fall nur einer, aber der muss eben schnell entdeckt werden. Nicht schielen. Ihr spielt gleichzeitig. Nicht schielen. Zwei Bilder Mann. Werden gezeigt auf dem rechten. Du schielst doch selber. Naja, nicht wirklich. Deinen blonden Augen, die sich nicht bewegen. Und markiert ihn. Deine Maul, der sich gleichmäßig falsch, bewegt. Bekommt euer Gegenspieler einen Dein Maul, der auch gewinnt. Ich bin schon völlig bescheuert. Erst 6 Punkte hat. Ich müsste jetzt mal einen Kaffee trinken, aber abends mache ich das lieber nicht, weil ich kann sonst nicht schlafen. Dann fangen wir mal an. So, mal sehen. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Ach du Scheiße. Das ist gar. Ihr seht es garantiert schon. Ich sehe es schon nicht mehr. Wo ist denn das? Verdammt. Ah, ich hab's. Hier oben. Da fehlt dieser eine Jahresring. Hast du das durch Zufall entdeckt? Egal. Hier. Das ist richtig. Interessant. Oh, hier lassen sie die Musik sogar durchlaufen. Ah, sowas ist immer gemein. Da ist garantiert irgendeine Klammer falsch oder irgend sowas Mieses. Ah, ich hab's. Hier unten dieses Ding da. Seht ihr das bei dem einen? Das ist richtig. Du hast gute Augen. Geht. Ihr werdet ins Schwitzen kommen. Oh, Junge. Ah, das hier unten hat eine andere Farbe. Richtig und vor allem schneller. Das habe ich gut erkannt, ne? Und unser Spiel geht weiter. Wo kommt das Salz her? Richtig, das ist der Fehler. Darauf hätte ich jetzt auch Lust, so ein paar Salzblitze. Dann machen wir mal voran. Warum nicht? USB-Stecker, jetzt müsste doch eigentlich... Ah! Das hier liegt anders. Seht ihr das? Bravo, du hast den Fehler. Sind immer diese Kleinigkeiten, auf die man achten muss. Das ist ganz wichtig. Wir machen weiter. Solche... Ah! Was mit der armen... dem armen linken Fuß passiert bei der Möwe. In der Tat der Fehler. Ist das überhaupt eine Möwe? Ja, oder? Du hast Fehlerbilder gewonnen. Auch das Spiel habe ich souverän gewonnen. Also bisher biege ich mich in Sicherheit. Aber man darf, genau wie beim Fußball... sich nie sicher sein. Man kann 4:0 vorne liegen und dann doch noch 4-4 spielen. Oder gar verlieren. Das ist möglich. So. Bisher sieht es doch ziemlich gut für mich aus. Spiel 8. Aber ich darf nicht nachlassen. Ah, hat Stefan keine Chance. Ich meine, das kriege ich eigentlich ganz gut hin. Armbrust schießen muss ich wohl kaum erklären. Eine Armbrust, ein paar Bolzen. Schießen schon eben. Geht der Spaß los. Hat doch garantiert jeder mal gemacht. Ihr Luftgewehr, müsst auch eine selber eine Armbrust. Ich habe beides schon gemacht. Armbrust eben so ein Kinderscheißding. Luftgewehr habe ich auch schon mal. Vier Runden gespielt.
der Spieler, der am Ende. Nur dass ich das in dem Spiel eben viel, viel besser kann. Gewonnen. Ich bin bereit, Junge. Das Spiel beginnt. Viel Glück. Danke. Jetzt beginnst du zuerst. Danke. Der Trick bei dem Spiel ist, glaube ich, sogar ganz einfach. Du musst einfach hier durch das Zielrohr gucken. Ah, der war schlecht. Der war ganz gut. Der war wieder schlecht. Der war gut. Ja, das ist Spitzensport. 40, na, geht mehr. Ist aber gar nicht schlecht. Ich glaube, 50 sind maximal möglich. Zeig, was du kannst. Los, Stefan. Zeig, was du kannst. Ja, ist gut, ist gut. Ja. Wo du hinschießt, wächst kein Gras mehr. Und jetzt muss ich aber dringend mal was Besseres abliefern. Ich muss einen Vorsprung ausbauen. Bereit? Ich kann mir nicht leisten, mal dem Spiel jetzt zu verkacken. Das geht gar nicht. Alle acht. Ja. Yeah. Nick. Ja. Yeah. Spitze. Ja, das Nick, ist okay. Das ist gut. 45. Machst du das professionell? Nee. Na, dann mach mal. Nur Günther Beckstein würde jetzt garantiert sagen, ich bin geübter Amokschütze und gehe morgen in meiner Schule Amok laufen. Nee. Herr Beckstein, das mache ich garantiert nicht. Zumal ich sowieso gerade Ferien habe. Blödsinn, ich laufe doch nicht Amok hier schon. Wer kam auf diese beschissene Idee? Aber gut, wir spielen stark den Rab. Ich bin jetzt nicht hier, um über solche Unsinn zu diskutieren. Dann starten wir mal die nächste Runde. Ja, ist okay. Nick, los geht's. Ist wenigstens auch so ein Spiel, was man recht schnell rumkriegt. Nicht so wie dieser Buchstabensalat, wo man erstmal eine Viertelstunde dranhängt. 9 ist gut. 9 ist gut. 8, ja, ist auch okay. 9 ist auch. Perfekt. Ja, nicht ganz so wie am letzten Mal, aber ich glaube, ich habe immer noch einen ganz guten Vorsprung. Stefan müsste jetzt schon ziemlich gut sein. Ja, das ist gut. Das ist schlecht. 6 ist schlecht. Ja, 6 ist schlecht, Junge. So geschlägst du mich nie. 7 ist okay. Wenn du so weitermachst, könnte sich der Sieg. Ich habe einen klaren Vorsprung. Wir machen dann mal fröhlich weiter. Es kann losgehen. Ja, es kann losgehen, aber ich bestimme, wann es losgeht, Junge. Ja, 9 ist okay. Du Killer. 10 ist gut. Genau in die Mitte. Alle acht. Yeah. Damit habe ich nicht. Yeah. Wow. Du hast doch zu Hause geil. Eine Armbrust im Schrank, oder? Ja, toll. Klar. Nick, die benutze ich, um dich niederzuschrecken. Nee, war ein Witz. Ich habe keine Armbrust zu Hause. Die ist mir zu teuer. Leider. Außerdem schon total veraltet. Du könntest auch als Profi-Killer. Herr Stefan kann gar nicht mehr gewinnen. Aber von dem Ergebnis gerade war ich selbst überrascht. Wenn ich die eine 9 da nicht geschossen hätte, hätte ich alles 10 gehabt. 30-6 ist jetzt schon ein ganz guter Vorsprung, aber ich darf trotzdem nicht nachlassen. Spiel 9. Vielleicht muss ich gar nicht bis zum 15. spielen. Schätzen. Na, schätzen ist schon wieder so eine Sache, da kann jeder gewinnen. Werden Fragen gestellt, ihr müsst eine Zahl schätzen und hoffen, dass ihr näher an der Wahrheit liegt als euer Gegenspieler. Es gewinnt der Spieler, der zuerst 5 Punkte hat. Okay. Der Maus einfach nur Antwort auf Nummernfeld eingeben und dann bestätigen. Nun geht es um euren gesunden Menschenverstand und wie gut ihr schätzen könnt. Ihr spielt abwechselnd. Es werden Fragen gestellt. Ihr müsst eine Zahl schätzen und hoffen, dass ihr näher an der Wahrheit liegt als euer Gegenspieler. Ja. Der Spieler, der zuerst 5 Punkte hat, gewinnt. Also irgendwie failen die das mit den Sprüchen hier total. Ich verstehe nicht, warum. Gesunder Menschenverstand. Der gesunde Menschenverstand sagt dir, du sollst nicht töten. Oder du sollst nicht foltern. Keine Ahnung, was weiß ich, was vielleicht noch in der Bibel drinsteht oder so. Das ist mir alles scheißegal. Aber gesunder Menschenverstand sagt dir auf jeden Fall nicht irgendwie schätzen. Also, okay, wer jetzt schätzt irgendwie, keine Ahnung, Empire State Building ist 300 Kilometer hoch, der ist schon total daneben. Aber gesunder Menschenverstand, damit hat das überhaupt nichts zu tun. Wir starten. Jetzt wird es spannend. Wie viele Menschen in Millionen leben in der EU? Na, das ist schon mal so eine Sache. Also Geografie kriege ich eigentlich ganz gut hin. 750. Ja, 500, eine halbe Million sind es ungefähr. Dann sage ich jetzt einfach mal. Ja, ich lieg näher dran. Gut geraten. Wenn ich die 500 genommen hätte, wäre ich sogar noch näher dran gewesen. Die Runde gehört dir. Gut, dass ich das in letzter Zeit mal nachgeschlagen habe. Aber gut. Wann fanden die Olympischen Spiele in Berlin statt?
Wie oft gab es denn da Olympische Spiele? Also ich weiß nur, während des NS-Regimes unter Adolf Hitler war das, glaube ich, 1936? Kann das sein? Zeig mal, was du drauf hast. 2000? Ja, ich lag richtig. 36. Du bist ja ein wahrer Schätzmeister. Schätzmeister, das war gewusst. Das kann man entweder nur wissen oder einfach schätzen. Wie hoch ist das statistische Durchschnittseinkommen in Neuseeland? Oh Junge, die Neuseeländer haben nicht mal den Euro. Ich bin auf deinen Versuch gespannt. Das ist bei ihm recht niedrig. Würde ich mal ein bisschen höher liegen, oder? Neuseeland ist doch eigentlich recht reich. Oh, doch so niedrig. Gut geschätzt, Meister Ra. In Deutschland wäre er schon sehr niedrig. Ach ja. Wann wurde Pluto entdeckt? Damit meinen sie wahrscheinlich jetzt diesen irgendwas Planeten. Wahrscheinlich recht spät. Der ist ja nicht mal mehr im Sonnensystem. Das war wahrscheinlich 19... Das könnte sogar noch früher gewesen sein. Ich weiß nicht. Ich sag einfach mal 1900. Dein Zug. Viel Glück. Ich weiß nicht, wann die Teleskoptechnik soweit war. 1800. Oh. Ich war mein Opa 3 Jahre alt. An dich. Oh, meine Nerven. Das wird euch gefallen. Meine sind gleich strapaziert. Wie viele Tage nach der Geburt wird eine Feldmaus im Allgemeinen geschlechtsreif? Also beim Menschen dauert es garantiert definitiv länger. Wie viele Tage nach der Geburt? Wie lange lebt denn so eine Maus? Ich weiß es nicht. Ich besitze keine. Grob gesagt würde ich jetzt einfach mal 200 Tage sagen. Das dauert garantiert nicht so lange. Beim Menschen dauert das ja schon eine Zeit. 12 Tage! Wow! Bravo, Herr Raab! Aber ich weiß ja auch nicht, wie lange dieses Viech lebt. Wahrscheinlich auch nicht besonders lange. Achtung, es geht weiter. Wie viele Apostel hatte Jesus laut des Neuen Testaments? Ja, Junge, ich habe seit der 6. Klasse Philosophieunterricht. Ich weiß es nicht. Apostel hatte Jesus laut des Neuen Testaments? Waren das nicht irgendwie so 30? Na, dann zeig's uns mal. Das hatte ich doch mal. 8. 12. Sorry, ich kenne mich da nicht im Geringsten aus. Im Christentum habe ich keine Ahnung. Stefan, wer wird die nächste Runde gewinnen? Unser frommer Kirchgänger hier, ein Stefan. Ein Brachiosaurus hatte eine maximale Körperlänge von wie vielen Metern? Also Brachio war schon ein richtiger Brocken, das weiß ich. Nick, Punkte mal. 38, das wäre möglich. Ich würde jetzt so ein bisschen die 40 sagen. 27 nur. Das ist aber doch kleiner, als ich mir vorgestellt hatte. Neue Runde, neues... Das sollte eigentlich größer sein. Oh Mann, das ist voll das Spaß in der Liga. 75 über das Kuckucksnest. Welches Kuckucksnest denn zur Hölle? Ran an den Speck. Was ist das? Was meinst du mit wie viele? Menschen oder was? Das hat Rab gerade geschätzt, dann sage ich 7. Einer! Was sind das für Fuckfragen? Na gut, das geht jetzt an Stefan. Ich hätte es mir denken können. Beeindruckend, Terrar. Super geschätzt. Hat er aber auch Glück gehabt. Ich habe wenigstens das mit dem Berliner Olympiaspielen gewusst. Das ist ja das, was man im Leben wenigstens wissen muss. Gespielt, hast du trotzdem die meisten Punkte noch offen. Trotz dieser fast eine Stunde Spielfroren hier. Bäume fällen. Oh, ist auch kein schönes Spiel. Sie sollten einer Minute so viele Bäume wie möglich fällen, ja. Pass aber auf mit der Axt, dass ich dir nicht in den Rücken schlage. Bewege die Maus nach links oder rechts, um mit der Axt zu schlagen. Die besten Ergebnisse erzielst du, indem du im Rhythmus bleibst. Drücke die X-Taste, um den Baum umzuknicken. Das muss allerdings nicht funktionieren. Ja, das ist sehr logisch. Das ist aber auch blöd erklärt, finde ich. Das mit der Y-Taste funktioniert, aber nur, wenn er gut genug eingehauen ist. Das hätten sie vielleicht mal so da reinschreiben sollen. Aber das ist ja eine Kleinigkeit. Ich bin ja weglassen. Aggressive Bäume warten darauf, von euch umgenietet zu werden. Ihr sollt in einer Minute so viele Bäume wie möglich fällen. Ich bin mal gespannt, wer sich dieses Spiel ausgesucht hat. Mich wundert, dass irgendwie die Partei, die Grünen oder so, oder die Greenpeace das Spiel nicht auf dem Index haben will, weil man das Ziel da ist, Bäume zu fällen. Könnte ja irgendwie Brandrodung oder sowas in Indonesien oder sowas beschleunigen. Das könnte ja Leute dazu anheitern, Bäume zu fällen. Aber das wird hier in der Gegend sowieso massiv praktiziert. Ausnahmen. So haben die wahrscheinlich alle aus. Du heute beginnen. Ja, darauf verzichten. Nick, oh, schon wieder klingelt bist, da jemand. Bitte. Ich muss die Maus in einem bestimmten... Jetzt reagiert das Scheißding nicht.
Na, komm. Du reizt die Regeln aus. Das ist ein Scheißspiel. Junge, mach doch mal. Komm schon. Warum klappen die Scheiße hier nicht? Komm, kann ich den nicht so umknicken? Geht es natürlich auch. Nick, komm, mach mal. In Kanada ja. Das jeden Tag in der Früh vom Kaffee. Oh Mann. Da wird natürlich versucht, Sekunden rauszuholen. Komm. Was ist denn mit meiner Maus los hier? Oh Gott. Sowas regt mich auf, wisst ihr? Ja, komm. An seiner Stelle wäre ich aufgeklickt. Scheiß drauf, ja. Scheißspiel, richtiges Drecksspiel. Eine scheiß Maus, die ich habe, ey. Richtige Drecksscheiße. Jetzt kannst du deinem Gegner heimzahlen. Oh. Keine Angst, die Bäume beißen nicht. Mach mal. Nee. Stefan kriegt das natürlich ganz deutlich besser hin als ich. Soll ich das beschleunigen oder nicht? Ja, ich lasse ihn einfach mal machen. Jetzt kann ich mal meinen Rücken ein bisschen entspannen, ohne zu kommentieren. Stefan, ich habe nichts gesehen. Wie am ja, Laufen. Er hat schon drei und die Hälfte der Zeit ist gerade mal rum, Alter. Der kriegt das locker hin. Wäre jetzt schon ziemlich blöd, wenn er das war nicht das schaffen schneller? Würde. Kann sein. Ja, das schafft er definitiv. Auch das Spiel habe ich verkackt. Und das nur wegen technischen Schwierigkeiten. Also, solche Spiele regen mich da echt auf. Wisst ihr das? Wow, richtig auch. Wir sind die und lustigen Holzhacker. Und steht dann, dass der ja. Zuerst geschubst hat. Also, ich habe ja echt voll versagt in dem Spiel. Voll versagt. Aber immerhin habe ich überhaupt was gefällt. Bäume also, fällen ist entschieden. So scheiße, wie ich das gemacht habe. Hätte ich es auch nicht verdient, zu gewinnen. Ganz im Ernst. Das war richtig. Richtige Scheiße war das. Und jetzt hat mich Stefan wegen dieser Sache ja schon wieder eingeholt. Spiel 11. Das wird wohl doch nochmal länger dauern. Ich dachte, es wäre jetzt allmählich zu Ende. Ja, ich hatte es bereits schon mal erwähnt. In Mathe bin ich jetzt gerade nicht die größte Leuchte. So kann man es auch sagen. Bei irgendwie dem, was ich im Moment in der Schule mache, ey, da bin ich echt überfragt. Also Vektoren, den ganzen Müll, aber das hier ist ja Kopfrechner, also keine Ahnung, irgendwie 1 plus irgendwas mal, das kriege ich vielleicht gerade noch. Dann wollen wir mal sehen, wie gut euer Rechner im Kopf noch ist. Ihr spielt... Ich benutze immer Taschenrechner, selbst so einfache Lösung, da kann man das irgendwann nicht mehr. Wenn die Antwort falsch ist, bekommt euer Gegner einen Punkt. Ja, ist der logisch. Spieler, der zuerst 5 Punkte hat, gewinnt. Okay, das habe ich verstanden. Buzzern, wenn ich es weiß, dann muss ich eintippen und... Naja. So Leute, lasst uns beginnen. So, 24 durch 6. Was ist 24 durch 6? Richtig. Ja. War so. Ich mir echt gerade unsicher. Seht ihr, da hört es schon bei mir auf. Grundspiel. 9 mal 10, 90. Nick, geraten oder gewusst? Gewusst. Stimmt. Gerechnet. Es gefallen. Sehr aufregend. 24 mal 8. Boah, nee. Leute. 24 mal 8, was könnte das sein? Ja, das weiß der Stefan natürlich. Richtige Antwort. Nee. Eine neue Runde. Da habe ich jetzt zu lange gebraucht. 11 mal 10. Das sind doch 110. Stimmt. Wollt ihr weitermachen? Tut mir leid, wenn Sie es sehen, Mathelehrer, dass ich da versage. 12 hoch 2, das sind doch... 12 hoch 2. Das sind doch... Nee. Oh fuck. Nick. Ja, voll versagt. Verdammt, was war das nochmal? Korrekt. Hab ich doch gelernt. 144. Nein! Scheiße! Damit. Wenn das mal Mathelehrer sieht, ich bin erledigt. 39 durch 13. 3. Ja, das war richtig. Seid ihr noch konzentriert und motiviert? Noch kommen nur 1 Punkt, das schaffe ich schon. Weiter. 41. Gut gemacht. Ja, ich hab's geschafft. Meine nicht Königsdisziplin. Im Schätzen versage ich, aber im Kopfrechnen gewinne ich. Ist ja logisch. Aber ich glaube, gegen den echten Stefan hätte ich da auch verloren. Und ich glaube, gegen jeden anderen auch. Wer ist wem? Warum? Ja gut, jetzt habe ich wenigstens meine vernichtende Niederlage beim Bonn-Fan ausgeglichen.
PR-Hockey. Ah, das ist auch ein blödes Spiel. Aber es ist immer noch nicht das blödeste Spiel auf diesem Ding hier. Also das Bäumefällen ist schon ziemlich scheiße, aber es gibt eigentlich noch blöderes. Zu den Schläger, ja gut, das weiß ich, wie es geht. Ich habe schon oft Hockey gespielt. Schläger mit den W als D. Das ist jetzt natürlich toll hier mit dem Mikro und so. Air Hockey, dieses Spiel kennt jeder, aber kann es auch jeder. Ihr sollt mit einem Schläger den Puck auf dem Spielfeld hin und her schlagen. Im realen Leben würde ich da gegen Stefan wahrscheinlich auch verlieren. Wer nach 2 Minuten hier im Computer habe ich vielleicht eine Chance gegen ihn, aber auch das kann ich einfach nicht. Weil das Ding ist da noch unberechenbarer als alle bereit? Im echten Leben. Dann los. Stefan, einer muss anfangen. Ach, er darf zuerst. Fall bist du das. Ich kann diese Linie nicht überschreiten. Das seht ihr? Eigentor. Das passiert mir da ständig. Viel Glück. Ja, danke. Werde ich benötigen. Ich versuche den mal auszutricksen. Aber der hätte so schön reingehen. Die größte Gefahr geht in dem Spiel echt von Eigentoren aus. Das ist kein Witz. Das ist wirklich so. Und durch die beschissene Steuerung. Mann! Diesen Punkt bekommt leider dein Gegenüber. Ja. Nick, der Puck ist da. Kann auch sein, dass ich von links spiele. Von rechts würde ich vielleicht es besser hinkriegen. Das ist einen Punkt. Stefan, dann schießt er. Darf er? Derjenige, der immer zurückliegt, der darf zuerst. Ui, dass du den gehalten hast, beeindruckend. Ja. Stefan, du hast aber auch ein Glück heute. Nein, kein Eigentor. Verpiss dich von meinem... Oh, Junge. Tor! Nick, die Scheibe liegt da. Ja, das sehe ich. Nein. Der yes. Punkt geht an deinen Gegner, Stefan. Ich brauche den Punkt ja nicht so dringend. Auch doch, im Moment zeig brauchst du den etwas wirklich. Ehrgeiz. Die Steuerung ist so beschissen in diesem Spiel. Es ist echt nicht schön. So. Nein! Oh der Mann! Rüber zur anderen Seite. Nick, du fängst an. Ich versuche das immer mit meiner Anfangstechnik. Ich lasse dir ein bisschen. Ja. Das? Sowas. Ach, mein Smartphone. Nicht. Gleich läuft was auf ZDF Neo. Stefan. Nicht nachmachen. Oh, geile Sendung, kann ich nur empfehlen, aber. Dafür zahlt man. Und so Mann! Dafür zahlt man seine GEZ-Gebühren gerne, anstatt irgendwie sich jämmerliche Let's Plays in Anführungszeichen von mir anzusehen, ey. Ja, der fällt immer wieder drauf rein. Für die andere Seite. Ich muss nur zusehen, dass ich Punkte schieße und möglichst nichts reinlasse. Das ist bei diesem. Da, behalt deinen Dreck selbst, Mann. Tore kommen. Halt's Maul, Steven. Stefan, da hat der Gegner geschlafen. Nach diesem Tor kommt. Das ist echt nicht einfach, also. Ja, schon wieder ist er drauf reingefallen. Das funktioniert ziemlich oft. Bitte weiter. Das Problem ist nur immer, dass danach er anfangen darf. Dann schießt er einen Punkt gegen mich. Oh, Mann! Ihr seht alle, durch die Eigentore lebt dieses Spiel. Der Puck wird so schnell beschleunigt, ey. Ich habe das Gefühl, da schießt irgendeine Drecksmaschine mit. Diese scheiß Steuerung, ey. Es ist zum Kotzen. Noch ganze 40 Sekunden zu spielen. Was auch ein Mies an diesem Spiel ist, du kannst 10 zu 0 führen und dann trotzdem noch verlieren. Seht ihr das? Wie sehr sein. Ich dürfte nichts mehr reinlassen und nur noch Punkte machen, damit das klappt. Weiter. Ja, schon gut. Ja. Er nervt mich auch. Okay, das war jetzt. Wenn ich wenigstens mit den Pfeiltasten spielen könnte. WASD ist dazu, um im Ego-Shooter oder im Third Person seine Figur zu bewegen, nicht irgendwie um scheiß Air-Hockey zu spielen. Ach. Ui. Und die Steuerung ist gegenpolig. Das heißt, der ist drin. Wenn ich W drücke, geht's gar nicht wirklich nach oben. Ist da. Das ist ungewohnt, wenn man das anders gemacht hätte. Eieieiei. Ja, auch das Spiel habe ich verloren. Super. Wird ein langer Abend. Vielleicht verliere ich sogar noch, wo ich den Sieg schon fast inne hatte. Ist jetzt nicht. Ja gut, wenigstens nochmal ein Treffer. So hole ich sowieso nicht ein. Dann schieb mal an.
Aus. So. Die Zeit ist abgelaufen. Ja. Stefan, das war echt. Ich verliere dieses Spiel immer. Ich verliere es immer. Nicht frech werden. Das ist echt ätzend. Zahnbürste morgen ins Leere. Was mit deiner Zahnbürste ins Leere? Benutze sie mal wenigstens regelmäßig, damit deine weißen Zähne auch so weiß bleiben, die wahrscheinlich nicht mal echt sind. Spiel 30. Ja. Fremdsprachen. Fremdsprachen, ja, tut mir leid, ich kann nur Deutsch, hessisches Deutsch, ein bisschen NRW-Deutsch, bisschen Englisch, trotz Leistungskurs, ansonsten, ja, klein wenig Latein noch. Das war's, ja, kann ich nicht. Ja. Eine kann es ein Wort nicht. Chinesisch, ni hao. Ihr spielt gleichzeitig und solltet dann hört's bei mir auch schon auf. Übersetzen. Der Begriff wird in verschiedenen Fremdsprachen gesprochen. Buzzt, um zu antworten. Ist die Antwort falsch, bekommt euer Gegenspieler einen Punkt. Er kann auch versuchen, die Frage zu beantworten und sich so einen zweiten Punkt zu sichern. Es gibt der Spieler, der zuerst 4 Punkte hat. Das habe ich verstanden. Aller Anfang ist schwer. Rocker. Ich kann kein Spanisch. Was ist Rocker? Also, im Englischen ist Rock ein Stein. Vielleicht versuchst du mal damit. So Klippe, Fels. Du weißt ja wirklich so einiges. Das ist der Vorteil irgendwie an Sprachen. Man kann sich's bei den Romanischen, bei den Germanischen manchmal erschließen. Seht ihr, was könnte das sein? Also, Norwegisch ist zwar eine germanische Sprache, aber ich habe jetzt zum Beispiel keine Ahnung, was das sein kann. Zugstation oder was? Habe ich keine Ahnung. Stefan, Wissen ist Macht. Das stimmt sogar. Zugstation, Bahnhof. Lasset den neuen Begriff. Das war aber auch geraten, Stefan, gib's zu. Asuka. Asuka, also Azurblau gibt es. Was könnte das sein? Also Suche, Sweet, Zucker? Das ist richtig. Zucker, süß? Ja, könnte sein, aber auch geraten. Weiter, ihr sollt jetzt dies hier übersetzen. Moska. Moska. Ich kenne nur Monza. Oder Mokka. Ah, Moska kenne ich nicht. Was ist Moska? Stefan, Punkt für Fliege, dich. Da werde ich jetzt nicht drauf kommen. Ich hätte auf alles andere getippt, da bin ich auf Fliege. Keine Ahnung, welcher Begriff jetzt kommt. Fotolio. Fotolio. Ja, Fotoladen oder was? Ja, klar, Stefan ist der absolute Sinn. Falsch. Jetzt darf ja, da würde ich jetzt einfach mal auch klischeehaft aufs Foto tippen. Na, so. Ja, war klar, dass es falsch war. Auch nicht. Doofes Spiel. Ja, finde ich auch. In diesem Fall wäre das richtig. Sessel. Okay, jetzt habe ich wieder was gelernt. Jetzt mal zu was ganz anderem. So. Moderator. Ja, Moderator? Geht an dich. Das war ja einfach. Ein neuer. Kös. Kös. Hey, Geoffrey, was heißt denn das? Commentorio. Was ist Kös? Ich habe keine Ahnung. Was ist das? Verfickte Scheiße. Ich buzzer jetzt nicht, weil wenn ich jetzt falsch liege, dann stimmt. Was ist das von denen? Du hast es gerade deinem Gegner ermöglicht, 2 Punkte zu machen. Was könnte das sein? Bestie? Wie fehlt es denn? Ah, Mist. Jetzt ist es der Kuss, oder? Oder ist es die Bestie? Feierlich. Da bin ich jetzt mal gespannt. Präsentiere ich euch die richtige Antwort. Ja, dann mach. Das ist der Kuss. Na, das erschien mir als zu einfach. Wir machen mit einem anderen Begriff weiter. Daten. Keine Ahnung, Daten? Ich bin mir nicht sicher. Ich drück einfach mal. Datum. Ja, ich hab gewonnen. Geil. Toll. Bravo, gewonnen. Fremdsprachen und damit dich als Sieger. Ja, aktive Fremdsprachen. Nee, ich nicht. Eigentlich nicht. Kann mal interessant sein, eine kennenzulernen. Wer liegt vorne, wer hinten? Aufgepasst. Oh, Matchball. Wenn ich das jetzt gewinne, habe ich gewonnen. Herzenanzug. Oh nein. Ich vergesse echt allmählich die ganzen Spiele, die eigentlich noch beschissener sind als das, was ich die ganze Zeit meine. Aber ich glaube, das könnte ich auch gewinnen. Unschuldige Kerzen quälen. Ihr spielt abwechselnd. Ihr sollt mit einem einzigen Zündholz so viele Kerzen wie möglich anzünden. Dafür habt ihr 1 Minute Zeit. Bewegt euch nicht zu schnell, sonst geht das Zündholz aus. Wer die meisten Kerzen anzündet oder alle in der kürzesten Zeit anzündet, hat gewonnen. Mann, ich sitze noch bis Mosche hier, wenn das so weitergeht. Ja, ich bin bereit. Klar muss ich anfangen. Was fies ist in meinem Spiel nicht verraten, ist, dass man mit der Kerze vorsichtig sein muss. Jetzt muss man da so... So, ganz vorsichtig. Weiter.
Ja. Gib noch etwas mehr Tempo. Ja, hetz mich nicht. Ja, so weit, so gut. Ganz vorsichtig. Es wird einem im Tutorial nicht gesagt, dass man das Ding vorsichtig bewegen soll, aber Zündholz. Bin mal gespannt, ob das Rad toppen kann. Da bin ich echt mal gespannt. Das war zu hektisch. What the fuck? Das war nicht zu hektisch, Junge. Egal, 6 kann sich sehen lassen. Bitte, du darfst uns dein Können zeigen. Soll ich das beschleunigen? Oder soll ich die Grinsebacke einfach mal machen lassen? Ich weiß es nicht. Okay, das kriegt er angezündet. Ah, das Minispiel, wie er das macht, ist ja auch interessant. Also linke und rechte Maustaste drücken, um als Übergang. Nette Idee eigentlich. Ich wüsste nicht, wie ich es hätte anders machen sollen. Ich bin mal gespannt, ob er an die 6 von mir rankommt. Ich hoffe mal nicht. Weil normalerweise failt bei Stefan bei diesem Spiel eigentlich recht gut. 6 ist recht ordentlich. Es wäre noch besser, wenn ich 7 geschafft hätte. Aber 3 hat er jetzt. Komm schon, Stefan. Daneben, los. Daneben. 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 Daneben, Stefan. Kraft meiner Gedanken. Ich manipuliere dich. Daneben. Du musst daneben ziehen. Kerze, Flamme, geh aus. Geh aus. Ja, das bringt nichts. Ich mache mich hier nur zum Affen vor euch. Das nur, um zu hoffen. Stefan, warum bist du jetzt so gut? Normalerweise schaffst du es noch nicht mal bis zur dritten. Ja. 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 Nice. Super Leistung. Kerzen anzünden. Ja, unterschätze niemals. Viertel nach 8. Haben wir gerade abends. Na, dann sehen wir uns mal das Zwischenresultat. 68 zu 37. Na, das kann sich doch eigentlich sehen lassen. Ja gut, 15 Punkte hätte man theoretisch noch spielen können. Da kann man nur neidlos gratulieren. Ja, ich hab gewonnen. Halbe Million Mücken. Ich bin halt der geborene Sieger. Ich bin halt der geborene Sieger, ja. Das zeugt von Arroganz, mein Freund. So arrogant bin ich nicht. Und, naja, die technische Seite. Doch, guck, achtet mal auf dieses Zeug, dieses Lametta oder was weiß ich, was da runterfällt. Es verschwindet einfach irgendwo im Boden. Es bleibt nicht liegen, es verschwindet einfach durch. Seht ihr das? Es versickert einfach drin. So, Tschüss, und die... bis demnächst. Sie können jetzt aufhören, an Ihren Fingernägeln rumzukauen. Ich kau nicht an meinen Fingernägeln rum, Mann. Ich bin doch keine Frau. Oh. Ich glaube, das war das letzte Mal, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Ich habe es für euch getan. Falls die Aufnahme jetzt im Arsch fallen sollte, dann tut es mir echt leid. Dann mache ich es kein zweites Mal. Aber immerhin habe ich gewonnen. Das ist die Hauptsache. Das ist wichtig für als Bestätigung. Und beachte noch die ganzen Idioten, die da irgendwie unten als Direktor oder sowas stehen. An die verbessert das Spiel mal ein bisschen. Steckt da mal ein bisschen mehr Budget rein. Vielleicht ein bisschen bessere Quali. Das Publikum sieht zwar genauso aus wie bei FIFA, aber... das ist immer noch kein Maßstab. Okay. Fängt das jetzt hier von vorne an? Mach ich's mal weg, oder? Kann ich das überspringen? Escape, komm schon. Hallo, was darf es denn sein? Showmodus, yeah. Teammodus, Übungsmodus, wir haben sie alle. Ja, das weiß ich. Aber ich höre jetzt auf mit dem Aufnehmen. Ich hab's geschafft. Ich hab Schlag den Raab gespielt. Ich hab den Raab geschlagen. Ich habe meinen Job hier getan. Wir sehen uns bei einem neuen Video von mir. Ich hatte eigentlich geplant, was anderes noch zu machen, aber wegen technischer Seite funktioniert das im Moment noch nicht so richtig. Deswegen habe ich mich jetzt als Provisorium für das hier entschieden. Und naja, ich freue mich aufs nächste Mal wieder mit euch. Ciao!